Hallo zusammen, heute mache ich mein erstes Mal Wild im Opti-Grill. Für diejenigen, die kein Wild mögen, mache ich aber als Alternative Schweinenackensteaks von dem Metzger meines Vertrauens. Zunächst schnibbel ich mal was aus meinem Kräutergarten auf der Terrasse ab, und zwar etwas frischen Rosmarin. Den zubbel ich dann ab und dann wird er einfach klein geschnitten. Und das Rezept kommt aus Optimal Regional, das ist das neue Buch vom Hehl Verlag. Und ich grill euch heute marinierte Schweinekoteletts mit Selleriepüree vor. Übrigens, hinten findet ihr noch die anderen Bücher vom Hehl Verlag, und das in der Mitte ist ja sogar von mir. Die Schweinerückensteaks, die werden jetzt erstmal mariniert. Olivenöl habe ich schon ein bisschen drauf gemacht, jetzt mache ich was von dem Rosmarin drauf. Dann kommt noch Pfeffer oben drauf. Dann etwas Salz und dann lasst ihr das Ganze so eine Stunde einfach nochmal ziehen. Bei den Schweinenackensteaks muss ich nichts mehr vorbereiten, die hat mein Metzger schon mariniert und damit sind die schon vorbereitet. Ich habe die Marinade ein bisschen abgetupft und das werden wir jetzt beides im Opti-Grill Plus XL machen. Ihr seht, der hat 9 Grillprogramme. Und jetzt kann man natürlich überlegen, welchem Programm er das macht. Das würde im Steak-Programm funktionieren. Ich will es aber heute mal im Schwein-Programm ausprobieren. Übrigens läuft im kompletten Mai eine Aktion bei Tefal. Und zwar der Code OPTI20 großgeschrieben, also alles großgeschrieben. Da bekommt ihr 20% auf alle Opti-Grills. Schaut mal hier, was ich Cooles bekommen habe vom Christian. Wir hatten ja so ein kleines Opti-Griller-Event am Samstag. Da waren ein paar Gäste da und wir haben eine schöne Steak-Grill-Show hier gemacht. Und da habe ich dieses nette Geschenk gekriegt. Danke, Christian. Übrigens ist auch meine Idee, dass hier in Zukunft Opti-Grill-Steak-Kurse stattfinden. Da könnt ihr gespannt sein. Mehr dazu bald in Kürze. Die Beilage wird jetzt hier auch gemacht. Das Sellerie ist klein geschnitten. Da kommt jetzt die Gemüsebrühe dazu. Das Ganze wird gegart. Und den Opti-Grill heize ich jetzt schon mal im Schweinprogramm vor. Dann dauert das 5 bis 6 Minuten, dann ist der heiß. Und jetzt kann man die Wildschwein-Rückensteaks auch schon reinlegen. Hier im XL habt ihr auch ordentlich Platz. Da passen hier die 6 Stück auf jeden Fall locker drauf. Da wird auch noch einiges mehr drauf gehen. Dann Deckel zu und jetzt läuft das Programm los, entsprechend der Farben. Ihr seht das ja hier, das geht von grün nach gelb, nach orange, nach rot. Und ich würde das nicht zu lange drin lassen. Ich habe die Erfahrung, dass im Schweinprogramm man relativ früh das rausnehmen muss. Hier war es jetzt die Stufe gelb. Das war vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit, Stufe Ende gelb. Aber da komme ich gleich noch drauf zurück. Auf jeden Fall sieht es optisch schon mal sehr gut aus. Ihr habt schön die Grillstreifen drauf bekommen. Das sieht auf jeden Fall klasse aus. Die nehme ich dann alle schnell raus und stelle sie dann abgedeckt zur Seite. Für den zweiten Grillvorgang schließt man jetzt einfach den leeren Opti-Grill wieder, wartet 3 Sekunden, bis die Programmauswahl wieder blinkt und wählt wieder das Schweinprogramm, bestätigt mit OK und das Vorheizen geht erneut los. Das dauert dann nicht so lange, dann ist der Opti-Grill wieder heiß und jetzt kann man die Schweinenackensteaks reinlegen. Während die zweite Runde grillt, mache ich das Selleriepüree fertig. Ihr seht hier die Zutaten nochmal auf einen Blick für das Püree. Das muss man jetzt noch fertig machen. Hier nochmal ein bisschen würzen. Und dann kommt die Sahne dazu. Und jetzt wird das Ganze püriert. Wenn der Opti-Grill XL beim Schweinprogramm bei grün blinkt und piepst, haben wir hier schon eine Kerntemperatur von 75 Grad, die auf jeden Fall ausreichend ist für ein Schweinenackensteak. Dann nehme ich das Ganze raus. Ich habe jetzt diese Kontrolle gemacht, einfach damit ihr das auch nochmal seht, dass die Stufe grünes Piepsen im Schweinprogramm für so ein Schweinenackensteak auf jeden Fall super ist. Ihr seht, das hat Farbe bekommen und natürlich nicht ganz so gut. Das geht bei den Elite-Modellen ein bisschen besser. Aber auf jeden Fall vom Gargrad passt das hier besser als bei den Schweinerückensteaks. Das werdet ihr auch gleich sehen. Jetzt serviere ich das Ganze. Das sieht doch super aus. Mach noch ein bisschen Rosmarin drüber. Und dann kann man sich das Ganze schmecken lassen.
ist auf jeden Fall ein leckeres, gesundes Opti-Grill-Menü. Jetzt mache ich für euch den Anschnitt noch, damit ihr seht, wie das vom Gargrad ist. Das war jetzt bis zur Stufe Ende gelb. Ihr seht, das ist auf jeden Fall durch. Und meine Einschätzung ist, dass es ein bisschen zu trocken ist, sieht man hier auch. Daher würde ich auch hier empfehlen, dass ihr eher bis zur Stufe Grün im Schweinprogramm geht. Falls ihr es im Steakprogramm natürlich macht, dann ist es wieder was anderes. Dann würdet ihr eher bis zur Stufe Mitte Rot gehen, sodass das Ganze schon eher durch ist. Denn Schwein oder Wildschwein isst man ja eher durch. Jetzt noch der Anschnitt für die Schweinenackensteaks. Die sehen auf jeden Fall viel saftiger aus. Ich meine, das liegt auch daran, dass die natürlich von Fett durchzogen sind, was beim Nacken oder beim Kamm typisch einfach ist. Also ist auch meine Empfehlung, dass man eher Fleisch nimmt, was ein bisschen Fettanteil hat. Das wird im Opti-Grill immer ein Stück besser. Das heißt, wenn ihr Wildschwein macht, könnt ihr auch Wildschweinnacken oder Wildschweinkamm nehmen. Das sollte auch noch mal ein Stück besser klappen als Rücken. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch mal unten gerne rein, ob ihr so einen Opti-Grill-Kurs eine coole Aktion findet, ob ihr da Interesse dran hättet. Der Fokus von diesen Kursen wird auf jeden Fall sein, dass man einfach mal zusammen quatschen kann und ich euch leckere Steak-Cuts zeigen kann, euch ein bisschen so in die Welt der Steaks einführen kann und euch verschiedene Sachen vorgrillen, natürlich auch im Opti-Grill, aber auch auf anderen Grillgeräten, dass ihr einfach mal so ein gewisses Gefühl bekommt, wie bereitet man Steaks zu, was ist dabei wichtig und welche Methoden gibt es dafür. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen von diesem Rezept. Schreibt mal gerne rein, was ihr an Wild schon gemacht habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Opti-Griller Benny, macht's gut!